Die hochkarätige Privatsammlung der Milliardärin Heidi Goes-Horten wird dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die zurückgezogen lebende Mäzenin hat im Wiener Stadtzentrum in versteckter Lage ein Museum bauen lassen, das am Freitag als Heidi Horten Collection seine Pforten öffnet. Um die Architektur des Hauses wirken zu lassen, werden vorerst nur 50 der etwa 500 Werke aus dem Besitz der 81-jährigen Sammlerin gezeigt. Die Sammlung ist eine von den 200 bedeutendsten Sammlungen der Welt mit Zimmelien der Kunstgeschichte, Meisterwerke mit Schwerpunkten, Arte Povera, Pop Art, Expressionismus, gespickt mit jungen, interessanten zeitgenössischen Positionen. Neben Andy Warhol und Robert Rauschenberg sind vor allem zeitgenössische Arbeiten zu sehen. Dabei spielen Tiermotive eine wichtige Rolle für Heidi Horten, die nach eigenen Angaben oft aus dem Bauch heraus ankauft. Heidi Goes-Horten ist die Witwe des deutschen Unternehmers Helmut Horten, der den Grundstein für sein Kaufhaus-Imperium in der NS-Zeit legte, als er von der Enteignung von Juden durch die Nazis profitierte.